Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute gucken wir uns RC Revolution in einer Preview an. Das Combat Racing Genre liegt mir sehr am Herzen, denn ich bin damit aufgewachsen. Spiele wie Micro Machines, Revolt sind einfach Klassiker, von denen es heutzutage kaum würdige Ableger gibt. Bevor ich was zu RC Revolution sage, gucken wir uns mal den Entwickler an. Dazu gehen wir auf die Seite von Friend Games und lesen uns mal auf Englisch durch, wofür der Entwickler denn steht. We're not just a gaming studio. We're a group of game dev superheroes. Our team of gaming veterans with superpowers were frozen in time until the gaming universe called upon us. With our secret knowledge and superhuman abilities, we're here to revolutionize the gaming industry and make gaming great again. Kommt mir so vor, als ob Donald Trump höchstpersönlich diese Message verfasst hat. Aber gut, das muss ja nichts heißen, wichtig ist das Spiel selbst, wie es sich spielt und ob es Spaß macht. Laut Entwickler sollte das Spiel in die Early Access kommen, aber Steam hat dies angeblich verhindert. Und deswegen ist es als vollwertiges Spiel am 16. Februar mit einem Preis von 14,79 € herausgekommen. Man kann vieles über RC Revolution sagen, aber ein vollwertiges Spiel, vor allem mit so einem hohen Preis, ist es definitiv nicht. Wo fange ich hier bloß an? Die Steuerung von jedem Fahrzeug fühlt sich schwammiger an als in GTA 4. Die Gegner-KI ist dumm und viel zu einfach zu schlagen. Die Fahrzeugmodelle sind das einzige, was hochdetailliert ist. Grafisch ähnelt die Umgebung einem Spiel aus den frühen 2000er. Egal welche Grafikeinstellung man benutzt, die FPS auf jeder Karte ist unterschiedlich schlecht, von knapp 10 bis 60 FPS. Und das alles ist nur die Kirsche auf der Torte. Aber machen wir mal weiter. Der Aufbau der Rennstrecken ist so unglaublich schlecht, dass manche davon einfach ein Kreis sind, wo man die ganze Zeit nach links fährt. Steam Remote Play bzw. Splitscreen funktioniert so schlecht, dass ihr Frameabbrüche bis zu einem FPS habt und das nur, weil ihr die Fahrzeuge im Menü auswählt. Das Menü bzw. die UI sieht fürchterlich aus und hängt sich manchmal auf, sodass man das Spiel komplett neu starten muss. Also hier ist einfach vorne und hinten alles falsch. Und es ist einfach nicht zu fassen, dass dieses Spiel auf Steam angeboten werden darf und das mit einem Preis von knapp 15 €. Das Traurigste an dem Ganzen ist, dass der Entwickler im Januar einen gratis Prolog herausgebracht hat, der RC Revolution High Voltage heißt. Dieses Spiel spielt sich ohne Probleme mit 60 FPS und sollte eigentlich zeigen, wie das Spiel RC Revolution sein wird. Wie eine Demo hierbei sich besser spielt als das 15 € vollwertige Spiel, verstehe ich absolut nicht. Man könnte also sagen, dass dieses Spiel reiner Betrug ist oder man es auf keinen Fall kaufen sollte. Doch die Steam-Bewertungen zeigen ein ganz anderes Bild. Davon mal abgesehen, dass viele Reviews einfach komplett gleich sind, steht das Spiel zurzeit bei einem Mostly Positive, also 78% positive Bewertung da. Wie diese positiven Bewertungen zustande kommen, kann ich mir nicht erklären. Aber ich kann das Spiel absolut nicht empfehlen. Es gibt in dem Genre Combat Racing genug Spiele zu entdecken, unter anderem Makeway oder DreamWorks All-Star Kart Racing. Falls ihr doch älter seid und euch Grafik nicht so wichtig ist, kann ich nur wärmsten Mad Trax bei Steam oder auch den Community-Modded Revolt empfehlen. Alle Links zu diesen Spielen findet ihr in der Videobeschreibung. Das war es auch schon von mir. Ganz kurzes Preview zu diesem Spiel, denn hier gibt es eigentlich absolut nichts Positives zu sagen leider. Und wie schon gesagt, es ist eine Unverschämtheit, dass dieses Spiel überhaupt angeboten werden darf. Für mich ist dieses Spiel letztendlich genauso wie Day Before reinster Betrug und dürfte so nicht auf Steam bzw. irgendwo verkauft werden. Zum Vergleich zeige ich euch jetzt einfach mal den Community Modded Revolt, den ihr euch wie gesagt gratis runterladen könnt und auch mit Freunden spielen könnt, denn dieser hat auch einen Mehrspielermodus und wird immer noch von der Community gepflegt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.